herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Gelassen älter werden, der 60-Plus-Podcast mit Bertram Kaspar und Katharina Maria Klein. In diesem Podcast kommen Menschen zu Wort, die facettenreich etwas zu den schwierigen und schönen Aspekten des Älterwerdens sagen können. Es geht um Motivation und Inspiration, um Bildung und natürlich um Unterhaltung. Also lehnen Sie sich zurück, genießen Sie unseren Podcast und werden Sie dabei entspannt älter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei uns im Podcast Gelassen älter werden. In der heutigen Folge haben wir etwas ganz Besonderes mit euch und Ihnen vor. Zum einen wollen wir einen jungen Mann, Samuel Keitel, vorstellen, der sich bereits im Alter von 22 Jahren mit den Ressourcen von älteren Menschen beschäftigt. Und zum anderen wollen wir mit ihm über sein Startup Senior Connect sprechen, welches er mit zwei weiteren jungen Menschen vor circa anderthalb Jahren gegründet hat. Und um was es in dem Startup geht und wie auch unsere Hörer und Hörerinnen davon profitieren können, darüber sprechen wir gleich mit ihm ausführlich. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass diese Folge auch von Senior Connect gesponsert wird. So, erstmal an dich, Sam. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, freut mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Bin gespannt, über was wir heute diskutieren werden. Ja, genau. Ja, also erstmal ist es ja so, wir freuen uns total über solche Initiativen, ganz generell wie Senior Connect oder solche Unternehmensgründungen, weil das ja ein Riesenthema im Moment und in unserer Gesellschaft ist. Und vielleicht magst du zum Anfang mal, weil das ist ja auch dein zweites Unternehmen, was du gegründet hast, also du hast so einen Gründergeist anscheinend und so ein Gründergen und dir liegt das, was Senior Connect genau ist, wie ihr auf diese Idee gekommen seid und vielleicht auch, wie seid ihr zusammengekommen zu dritt, weil du hast ja noch Partner dabei. Was machen wir genau? Was ist es genau? Was ist Senior Connect? Tatsächlich ist es meine zweite Gründung. Ich hatte damals mit 17 schon mal gegründet, bin dann mit 19 aber hart gesagt gegen die Wand gefahren. Und ja, dann kamst du Senior Connect. Senior Connect, die Ursprungsidee oder wie wir darauf gestoßen sind, ist einfach, dass wir gemerkt haben, bei uns im Umfeld, bei uns, unserer Verwandtschaft, bei Bekannten, viele, die dann in die Rente eingetreten sind, hatten noch Lust zu arbeiten. Und wir haben jetzt auch da ein kleiner Kommentar dazu, um das auch statistisch ein bisschen zu belegen, haben dann auch eine Marktforschung gemacht, nachdem wir gemerkt haben, da ist wahrscheinlich mehr dahinter, das könnte ein gesellschaftliches Problem sein oder eine gesellschaftliche Herausforderung. Haben dann mit über 2000 Leuten eine Umfrage gemacht, auch zusammen mit dem Deutschen Institut für Altersvorsorge. Und es kam raus, dass, wenn man jetzt Ü50 anschaut, möchten über 65% noch im Alter arbeiten. Wenn die dann aber schon in der Rente sind, mit 70, möchten von diesen Ü70-Jährigen über 80% noch arbeiten, noch aktiv bleiben, noch was machen. Das heißt tatsächlich, je näher man dann an der Rente ist, beziehungsweise wenn man dann in der Rente schon ist, steigt der Wunsch, noch aktiv zu bleiben, noch was zu machen. Aber sie wissen oft nicht, das ist dann die Diskrepanz, die da auftritt. Wie bewerbe ich mich? Wo könnte ich hin, was mir Spaß macht? Wer will mich überhaupt noch? Hart gesagt, weil viele haben das Bild, ja, wir sind doch auf Abstellgleis, keiner mag uns mehr. Und da muss ich ganz klar widersprechen, das ist hart gesagt Bullshit, so ganz klar. Also, gerade im Gegenteil, diese Erfahrung, dieses Potenzial, was darin steckt, ist so viel wert. Und das wollen wir mit Senior Connect aufgreifen und dann eine neue Türen öffnen für diese Generationen Ü50. Mhm. Ja, ich glaube, dass das total gut ist, also weil wir das auch erleben. Wir reden ja auch mit vielen älteren Menschen und die sind alle noch aktiv auf irgendeine Art und Weise. Und gerade hatten wir das Beispiel Friedhelm Funkel, er ist eingesprungen bei Kaiserslautern und hat wieder sozusagen die Luft des Fußballs gerochen und hat weiter Bock dabei zu sein. Also hat es auch angedeutet. Daran sieht man ja, dass das, was ihr in der Marktforschung so ein bisschen rausgefunden habt, auch auf so jemanden Prominenten zutrifft, der wieder nach einer Auszeit wieder reingekommen ist und merkt, oh, eigentlich bin ich noch total in fire und on fire, heißt es ja. Genau, und super, ja. Wie habt ihr drei euch gefunden? Ja, genau, wir drei einerseits an der Universität. Also wir sind, Tim und ich haben zusammen studiert
an der TU München am Campus innerhalb Bronn und in München, das ist ein bisschen so aufgesplitteter Studiengang, haben da Management and Technology studiert. Ich habe damals, war ich am Anfang vom Studium noch bei meiner alten Gründung oder beim ersten Startup, ist dann aber gegen die Wand gefahren. Genau, dann sind wir so zusammengekommen und haben dann gemerkt, wir wollen was zusammen machen, wir wollen was zusammen voranbringen und sind auf dieses Problem gestoßen. Also wirklich tatsächlich, wir haben uns hingehockt und haben gesagt, okay, was gibt's für Probleme, was gibt's für Herausforderungen gerade in der Gesellschaft, wo haben wir Lust anzupacken und einen Mehrwert zu stiften? Das ist Nummer eins. Und dann Style kam dann tatsächlich so ungefähr ein Dreivierteljahr später. Also wir haben in diesem Dreivierteljahr, Tim und ich, viel Marktforschung gemacht, parallel zum Studium, haben ja geguckt, macht es Sinn? Und dann kam Style dazu, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen ein Produkt bauen, wir brauchen jemanden, der Tech-Expertise hat. Ja, und Style hat einen Master in Machine Learning, auch von der TU München. Wir haben uns dann in München kennengelernt und der Fit hat einfach gepasst. Also es war ein Zufall dann tatsächlich, würde ich sagen, dass wir uns kennengelernt haben, aber jetzt besser könnte es nicht sein. Hm. Ja. Total cool. Ihr seid da wirklich proaktiv dran, ne? Ihr hattet, Bertram, wie du schon gesagt hast, ihr und du habt so einen Gründergeist und eine Gründerenergie, dass ihr gesagt habt, okay, wir wollen gründen, nicht wie jetzt andere im Studium. Jetzt warten wir erstmal, wie das Studium vorbei ist, gehen auf Jobsuche, sondern ihr hattet direkt schon Energie, da ist was da draußen, eine Lücke, ihr habt die Lücke entdeckt, die ihr füllen könnt. So. Ja, mehr oder minder kann man das so sagen. Also wir hatten alle Lust, was Eigenes aufzubauen. Vor allem, ich glaube auch wieder der Aspekt, ein Impact, also wirklich eine Veränderung hervorzubringen. Und es gibt ja auch viele andere Möglichkeiten, Kollegen von uns oder Freunde auch von mir, die haben dann einen E-Commerce-Store gebaut. Das ist auch mega cool und das ist, ja, da passiert viel und das ist eine mega Chance. Aber mit diesem E-Commerce-Store hat man halt weniger einen Impact mit dem, wie was wir jetzt machen und wo wir jetzt uns ranbewegt haben. Muss man ganz klar sagen. Also ich finde es vor allem auch schön, ja, weil ihr so jung seid, aber gesagt habt, ihr wollt von Anfang an, und ich glaube, das macht eben eure Generation, wenn ich das so sagen darf, aus, dass es immer auch darum geht, wie kann man einen Impact, also wie kann man guten Einfluss und eine Wirksamkeit da draußen in der Gesellschaft voranbringen, dass es nicht einfach irgendwas ist, sondern immer zu sagen, okay, es hat eine positive Wirkung auf mich und meine Mitmenschen. Und das finde ich total cool, dass ihr das von Tag 1 so mit im Blick hattet. Ja, also sehen wir genauso, genau. Wir sind voll begeistert davon, einfach auch einen langfristigen Impact zu haben. Und da was der Gesellschaft zurückgeben klingt so. Also ja, irgendwie, ja, schon. ja, schon, es ist so. Total cool. Genau, vielleicht kannst du ein bisschen erzählen nochmal, was ihr erlebt, wenn ihr jetzt mit Menschen sprecht, die ihr für eure Idee begeistern wollt. Also das sind ja auf der einen Seite die Menschen, die weiterarbeiten wollen, aber es sind natürlich auch die Unternehmen. Vielleicht kannst du da den Hörerinnen und Hörern mal einen Einblick geben, auf welche Resonanz stoßt ihr? Ja, also von den Persönlichkeiten, den Senior Professionals oder Senior Talents, sagen wir, weil einfach dieses Professional kommt jetzt nicht, weil wir nur Professionals vermitteln oder einen Raum geben, einen Platz geben auf unserer Plattform, sondern wir sagen Senior Professionals, weil die so viel Erfahrung und so viel Potenzial haben. Daher kommt der Name. Oder Senior Talents, also weil so viel Erfahrung und Potenzial da ist und so viel Expertise, das darf nicht verloren gehen. Also wir drehen da innerlich durch, wenn wir sehen, dass da einfach Leute mit 50 oder dann mit 60 aus Unternehmen ausscheiden oder keine Weiterbildung mehr erhalten im Unternehmen, obwohl sie so viel Erfahrung und so viel Expertise haben. Ja, aber da ist die Resonanz extrem gut und extrem groß. Also wir haben jetzt insgesamt, ja, weil, also wenn man mit unseren Kooperationspartnern, wo wir noch haben, wir haben noch einige Kooperationspartner, die auch entweder zum Beispiel ein Verein, der dann 50.000 Mitglieder hat und nur für 50-Jährige ist, da haben wir 50.000 Leute, die da mit uns mittlerweile auf unsere Plattform Zugriff haben und da auch draufgehen. Dann andere Kooperationspartner. Also insgesamt sind wir jetzt tatsächlich bei 150.000 Leute, die auf uns Zugriff haben. Von diesen sind gerade ungefähr so 200, 300, die
gesagt haben, okay, wir wollen jetzt einen Job, wir wollen jetzt was suchen, wollen jetzt was finden. Und wir gehen aber auch andersrum proaktiv auf die zu. Also wir sagen, hey, wir haben hier eine Stelle, das würde zu dir passen. Und dann gehen wir auf die 150.000 zu, sagen, hey, hast du nicht Lust, wäre das nicht was für dich? Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite die Unternehmen. Die Unternehmen ist, ich würde mal sagen, sie ist gerade in einem Wandel. Also es gibt einige Unternehmen, die sind da noch ein bisschen zögerlich und sagen, ah, die 50-Jährigen, die kosten uns dann so viel oder wir wollen gerade erstmal nur junge Leute einstellen oder gerade sogar wirtschaftliche Situationen, wir stellen gerade gar niemanden ein. Dann gibt es aber auch schon die anderen Unternehmen und da, das meine ich nicht nur, weil wir jetzt Senior Connect machen, sondern ich bin davon wirklich überzeugt, die Unternehmen, die sich jetzt ein altersdiverses Team oder altersdiverse Teams innerhalb der Unternehmen aufbauen. Das heißt wirklich auf Junge und Ältere setzen in der Kombination. Auf Erfahrung und die junge, verrückte Naivität, die aber dann vielleicht auch gewisse Innovationen im Kopf haben. Wenn das zusammenkommt, dann gibt auch zig Studien dazu, dass Produktivität gesteigert wird, dass die Innovationsfähigkeit in den Unternehmen erhöht wird. Und wenn die Unternehmen, die da jetzt drauf setzen, wo wir auch einige haben, tatsächlich auch einige Mittelständler und dann auch einige größere Unternehmen, die werden langfristig noch erfolgreicher werden. Und die werden damit auch erfolgreicher im Kampf gegen den Fachkräftemangel und den Arbeitskräftemangel sein. Zudem, genau, ich kann ja auch ein bisschen mal was sagen, was eine CHRO aus einem mittelständischen Unternehmen mal gesagt hat. Ich habe hier das Zitat auch. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, auf das unschätzbare Wissen von Senior-Experten zuzugreifen, während sie den generationsübergreifenden Austausch fördert. Dann hat sie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Senior Connect eine Schlüsselrolle in der Zukunft des Wissenstransfers spielen wird. Also da wirklich sehr, sehr positive Rückmeldung. Wenn wir dann noch andere Unternehmen mal anschauen, die jetzt zwar das intern geregelt haben und nicht jetzt mit uns, aber intern so ein Pool aufgebaut haben, können wir auf ThyssenKrupp schauen. Die haben intern einen Senior Expert Pool oder wir schauen zu Bosch. Die haben auch einen Senior Expert Pool. Und die sind beide Firmen, sind maximal überzeugt davon. Also Mitarbeiter, die dann in Ruhestand gehen, können sich dann für diesen Senior Expert Pool melden, werden dann da aufgenommen und dann kann ThyssenKrupp, wenn sie gerade irgendeine Expertise brauchen, in diesen Pool zugreifen. Und das wollen wir sozusagen für alle Unternehmen machen. Dass jegliche Unternehmen einfach Zugang haben zu der Erfahrung und Expertise und auf der anderen Seite aber auch unsere Senior Talents, die 50-Jährigen, die noch Lust haben zu machen, die vielleicht auch einen Job wechseln möchten zwischen 50 und 60, haben wir auch schon einige gehabt, die haben gesagt, hey, wir wollen was anderes machen oder wir wollen einen neuen Job, dass denen Türen geöffnet werden, dass hier Möglichkeiten entstehen und ja, die nicht aufs Abstellgleis geschoben werden, weil da gehören sie nicht hin. Hm. Ja. Katharina, wollen wir mal aufs Handling kommen, also wie dieser Prozess läuft? Genau, da müssen wir auf jeden Fall hingucken, weil ich finde das total spannend, was du erzählst und ich glaube, die Hörer und Hörerinnen denken sich, okay, irgendwie klingt das interessant und deswegen lass uns da mal konkret werden. Wie funktioniert das? Wie kann ich jetzt als interessierter 50-plus-Arbeitnehmer oder Senior Talent, wie ihr es bezeichnet, um das vielleicht kurz auf Deutsch zu übersetzen, Senior Talents eben ein erfahrener Mensch mit ganz vielen Talenten, wie ist das Handling? Wie komme ich zu euch? Wie komme ich weiter? Erzähl uns das mal. Ja, also zu uns kommt man ganz einfach über die Webseite, die senior-connect.de. Und derzeit schaut es so aus, dass wir haben eine Webpage mit Stellenanzeigen auch, wo man theoretisch durchscrollen kann. Dann kann Senior Talents oder die jeweiligen, die interessiert sind, können sich dann auch ein Profil erstellen, ihren Lebenslauf hochladen, beziehungsweise ihre Sachen auch eintippen, wenn sie jetzt keinen Lebenslauf haben. Von Interessen bis hin zu, was sie gemacht haben, auf was sie Lust haben. Also wirklich nicht nur rein skilltechnisch, sondern wirklich, was sind auch die Interessen, was sind die Hobbys, worauf habe ich Lust. Das ist derzeit jetzt noch, kann man es händisch eingeben, da sind wir aber auch dran, dass man zum Beispiel dann einfach einen Videocall machen kann, dass es aufgenommen wird und dass wir dann über die künstliche Intelligenz sozusagen aus dem Gespräch, was der Senior mit einem von uns dann hat, die Informationen rauszieht oder das Gleiche mit einem Telefonat. Ist aber noch nicht draußen, ist noch nicht entwickelt sozusagen oder fertig entwickelt. Ja, aber das so, dann kommt man durch den Prozess, so ein bisschen wie bei Stepstone oder Indeed, also sehr, sehr ähnlich noch, die derzeitige Webpage. Wenn man dann bei uns ein Profil hat,
einen eigenen Profilbereich, kann auch noch auf die Stellen drauf schauen. Und jetzt ist das Interessante, was bei uns derzeit noch jetzt im Hintergrund läuft, was wir aber oder woran wir arbeiten, dass es jetzt mehr und mehr ins Frontend, also wirklich auf die Webseite kommt, dieses Matching. Also wir wollen ja nicht nur eine reine Plattform sein, sage ich mal, wie Stepstone, die Stellenanzeigen hat, dann können die Unternehmen, die auf den Pool von erfahrenen Leuten oder auf den Pool von Interessierten zugreifen und andersrum und die Interessierten auf die Stellenanzeigen und sich dann bewerben. Das ist eine ganz coole Sache, würde ich sagen. Es ist aber nicht das, was es braucht. Einfach weil wir auch der Meinung sind, viele möchten nicht ein Ü50 nochmal das Gleiche machen, was sie 20, 30 Jahre gemacht haben. Und wenn wir jetzt hier künstliche Intelligenz einsetzen, was nicht ab, also man kann vielleicht ein bisschen abgeschreckt sein, so künstliche Intelligenz, was passiert da? Schlussendlich ist es ein besserer Algorithmus, der lernt und versteht, wie man intelligente Verknüpfungen machen kann oder intelligente Matches von Stellenanzeigen oder von Jobs und interessierten Senior Talents. Und was da passiert, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, ist immer der Maurer, der mit 65 dann einfach körperlich einfach fertig ist. Also ich habe auch mal auf einer Baustelle gearbeitet während der Schulzeit, da ist es ja maximal anstrengend. Und diese Person hat aber so viel Expertise einfach im Baustellenbereich. Welche Materialien nutze ich? Wann nutze ich die? Wie nutze ich die? Jetzt haben wir auf der anderen Seite einen Baumarkt, der genau eine Person im Sales sucht, im Baustellenbereich. Dann wäre das ja ein perfektes Match. Es ist aber halt nicht, auf den ersten Blick ist es nicht, sage ich mal, super ersichtlich. Wenn man dann aber dahinter schaut, mal eine Ebene tiefer geht, okay, der Maurer hat die Expertise für die Baustelle, Baumarkt sucht jemanden, der das gut verkaufen kann. Maurer, wenn er dann noch ein bisschen gesellig ist, es liebt sich mit Leuten zu unterhalten, wäre das wirklich der perfect Match. Und darum geht's am Ende. Also wir bringen dann ein bisschen wie bei, ich sag mal, meine Co-Gründer mögen das immer nicht so, dass ich das sage, aber so ein Parship, vielleicht kennt ein oder andere Parship und das Dating, Matching dahinter, tatsächlich ist es am Ende sehr, sehr ähnlich vom Algorithmus her, beziehungsweise von der wie es funktioniert, von der Funktionalität. Also wir bringen Jobs und Persönlichkeiten zusammen und dann jetzt im weiteren Prozess, jetzt bin ich ja kurz ein bisschen abgekommen vom Hauptthema, dann der weitere Prozess, also wir stellen, es wird ein Profil erstellt, dann ist bei uns in der Datenbank, da wenn die Person das dann möchte, matchen wir dann die auch mit Stellen, bringen die mit Stellen zusammen, wo wir denken, das könnte passen, gehen dann auf die Person zu, sagen, hättest du daran Interesse? Und dann gehen wir aber auf der anderen Seite, wenn die Person Interesse hat, auch auf die Unternehmen zu und sagen, wir haben ja jemand, der würde sehr gut passen, der hätte auch Interesse, vereinbart doch mal ein Interview oder vereinbart doch mal eine Unterhaltung. Und so funktioniert es gerade. Wie es zukünftig funktionieren soll, ist wirklich, dass es auf einer Plattform, also dass alles auf der Plattform ist, dass man dann da sieht, okay, hier dieses Unternehmen hat Interesse an mir, passt zu 95% zu mir und dann wirklich so, warum passt das Unternehmen zu mir, warum passt es vielleicht nicht, was sind die Vorteile, Nachteile des Jobs, also alles viel mehr auf der Plattform und viel schneller zugänglich und viel besser. Und das Gleiche natürlich auch für Unternehmen, wo die dann sehen, hier diese Person passt so und so zu mir und dann ein bisschen so dieses, okay, passt zu mir, passt nicht zu mir, so I like it, I dislike it. Und dass wir dann sehr schnell einfach Rückmeldung kriegen auch. Mhm. Und so das ganze Produkt, die ganze verbessern für am Ende den User. Ja. Mhm. Das heißt, wenn ich mir das als älterer Mensch vorstelle, ich werde ja auch 62, dann kann ich nachher wirklich sehen, wenn ihr sozusagen so weit seid, auch in eurer Weiterentwicklung, welche Stellen passen zu dem Profil von mir, unabhängig von dem, was ich vorher gemacht habe und unabhängig von dem, was meine Ausbildung auch ist, sondern ich habe auch die Chance, sozusagen über ein anderes Interesse, über andere Talente, über andere Fähigkeiten, andere Jobangebote dann zu bekommen und zu gucken, ob das mit mir gut passt und kann dann quasi den Kontakt zu dem Unternehmen herstellen, beziehungsweise das Unternehmen Kontakt zu mir. Richtig, ja. Also so wird es am Ende sein. Und da ist natürlich dann auch, da arbeiten wir gerade auch dran und machen uns viele Gedanken, okay, wie kann man überprüfen, dass es nicht nur ein reines Interesse ist, sondern dass auch eine gewisse Expertise hinter einem Interesse steht. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist da auch immer, Ingenieur, der hat noch im Privaten als Hobby programmiert und kann das echt gut. Jetzt müssen wir halt, um dann dem Unternehmen den richtigen, also das richtig gut vorschlagen zu können, müssen wir halt herausfinden, gerade beim Programmieren, okay, wie gut kann er wirklich programmieren? Wie wir das abbilden, wissen wir noch nicht ganz genau.
Aber schlussendlich wird es so sein. Also wir wollen ganz neue Türen aufmachen, wo alle gedacht hätten, das wäre niemals möglich gewesen. Oder wo Leute vielleicht sogar, wo wir gesagt haben, okay, so weit wollen wir auch gehen. Personen hatten Träume ihr Leben lang, aber haben sich nicht getraut, auf diesen Job zu bewerben oder sich dann doch umzuorientieren während ihrer Arbeitszeit. Und wenn wir das erreicht haben, ich glaube, dann haben wir das Wesentliche von unserer Mission geschafft. Weil dann ist es nicht mehr nur ich will unbedingt den Ruhestand, ich habe keine Lust mehr zu arbeiten, sondern dann ist auf einmal, hey, ich will noch was machen und ich will meine Träume verwirklichen. Ich will noch ein bisschen aktiv bleiben. Und dann macht das Ganze noch, ja, ist der Spaßfaktor einfach viel mehr wieder da. Ja. Ich finde, das wird so deutlich, dass ihr zum einen diesen klassischen Bewerbungsweg aufbrecht, wo jetzt vielleicht eben gerade die Generation 50 plus noch nach ihrer Qualifikation sich beworben hat oder nach festen Stelle sich beworben hat oder nach einer Ausbildungsberuf sich beworben hat. Und dass ihr sagt, ja auch, aber da steckt ja so viel mehr drin, weil ihr die letzten 10, 20, 30 Jahre wahnsinnig viele Erfahrungen, Talente, Fähigkeiten entwickelt und entdeckt und gefördert habt. Und darum geht es jetzt zusätzlich auch noch, dass wir da auch noch mal hinblicken. Und gleichzeitig eben auch so eine Ermutigung in beide Richtungen, sowohl die Unternehmen als auch in die bewerbenden Richtung geht. Ihr seid mehr als nur eure Ausbildung oder eure höchste Qualifikation. Das finde ich cool, ja, dass ihr genau in diese Richtung geht. Ja. Gibt es denn irgendeine Branche, die ihr besonders im Fokus habt, die ihr besonders gezielt anspricht? Oder seid ihr da relativ offen? Ja, wir sind nicht branchenspezifisch gerade. Was wir aber tatsächlich machen, und ich habe es vorhin schon mal erwähnt, wir sagen zu keinem, du kannst nicht auf die Plattform. Also das machen wir nicht. Wo wir uns aber drauf fokussieren gerade, einfach weil wir so viele gerade auf der Plattform haben, sind die Vermittlung von Vertriebsingenieuren. Viele haben nämlich, was wir gemerkt haben, sehr, sehr viele haben extrem Lust, noch was zu machen. Die haben über ihr Leben eine sehr hohe Workload immer gehabt. Und jetzt, wenn auf einmal gar nichts mehr los ist in der Rente, dann flitten die aus. So hart gesagt. Also dann wird denen echt maximal langweilig. Und wir haben viele auf der Plattform. Also die zwei Punkte kommen dann zusammen. Und deswegen machen wir hier gerade sehr viel. Schlussendlich wird aber auch wieder langfristig gesehen, wenn wir unsere Kapazitäten auch erhöhen können, wenn jemand jetzt zu uns kommt und sagt, hey, hättest du einen Job für uns? Könntest du doch mal gucken, ob da nicht eine Stelle passt? Dann machen wir das natürlich. Wir haben jetzt nicht gesagt, machen wir auf keinen Fall. Bloß langfristig wird es natürlich einfacher, wenn da die ganze Plattform auch 100% fertig entwickelt ist. Dann heißt es nicht, okay, wir haben jetzt nur so und so viele Ressourcen, wir müssen die jetzt verteilen, sondern wir können alle. Was ich auch immer ein ganz interessantes Beispiel bin, die Mutter, die dann mit 55 nochmal arbeiten will. Dann kommt das, okay, was hat die für eine Ausbildung gemacht? Und dann von der Mutter bis hin zu dem Maurer, bis hin zu dem Ex-Manager. Es soll eine Plattform wirklich für jegliche Berufsgruppen, für jegliche Hintergründe, für jegliche Background sein, die einfach neue Türen öffnet. Dann, ja, in dieser zweiten Lebenshälfte. Mhm. Ja. Genau. Vielleicht noch dieser Punkt, wie kommen Unternehmen zu euch? Ist es dann ähnlich wie bei den Senior Talents oder Senior Professionals? Ja, also die Unternehmen kommen zu uns hauptsächlich tatsächlich, wir gehen auf Messen. Das hat sich als guter Sales-Channel herausgestellt. Also wir gehen auf Messen, gehen dahin, reden mit den Unternehmen, quatschen mit denen. Sehr, wie schon gesagt, der Wandel ist da und es immer mehr Unternehmen sehen auch das Potenzial der Erfahrung, der Expertise in ihren Unternehmen. Oder dass da noch was fehlt, dass die das brauchen. Das heißt, prinzipiell, wir gehen aktiv eigentlich auf die Unternehmen zu. Es gibt so manche Unternehmen, die kommen dann auch auf uns zu, weil sie über Bekannten oder so. Aber Stand jetzt haben wir auch nicht die Möglichkeit, dass die Unternehmen Profile bei uns erstellen auf der Plattform, weil wir gesagt haben, wir wollen erstmal für die Bewerbenden eine Möglichkeit schaffen, einfach da uns zu erreichen und sich auch ein Profil zu erstellen. Über die Unternehmen läuft es tatsächlich ganz einfach über E-Mail und Telefon. Und dann nehmen wir die Stellenanzeigen auf, laden die auf unsere Website und laden die in unsere Datenbank rein, dass wir auch matchen können. Ja, genau. Wir haben ja im Vorgespräch gesehen, ihr wart ja auch in Amerika. Mich würde einfach mal
interessieren, auf welche Resonanz seid ihr da gestoßen mit eurer Idee? Ihr habt ja sozusagen das so versucht, auch mal rauszukriegen, wie ist der Markt dort in dem Bereich? Ja, also Amerika war, beziehungsweise San Francisco und dann nochmal Palo Alto, Silicon Valley, wirklich das Herz der Startup-Szene weltweit. Da waren wir bei einem Accelerator, bei einem Startup-Accelerator und durften da sehr, sehr viel lernen, sehr gute Kontakte machen. Und die Resonanz war mehr als positiv. Also die haben tatsächlich auch zu uns gesagt, kommt nach USA, macht's in USA auf. Hier, die Leute haben keine Rentenversicherung, die wenigsten haben eine gute Altersvorsorge, die müssen alle arbeiten, aber machen dann halt oft auch Jobs, die ihnen gar nicht Spaß machen. Das heißt, da war wirklich mehr als positiv die Resonanz, was uns natürlich auch gefreut hat. Und es hat uns auch die Augen geöffnet, dass das Thema nicht nur, ich sage mal so, von diesen verschiedenen Stufen, die wir im Startup, sage ich mal, oder in unserer Unternehmung jetzt erlebt haben, so von, okay, Bekanntenkreis ist ein Problem, dann okay, gesellschaftlich in Deutschland ist es ein Problem und jetzt mittlerweile in der westlichen Welt ist es ein Riesenproblem. Mhm. Also, dass wirklich ja Erfahrung, Expertise in den Unternehmen verloren geht, beziehungsweise dass die Bewerbenden einfach noch Lust haben, aktiv zu sein, aber nicht wissen, wo sie sich bewerben, beziehungsweise dann einfach auf, ich sag mal, eher schlechte Jobs bewerben, weil sie sich nicht trauen, oder sich nicht mehr zutrauen oder ja auch keinen Zugang haben zu genialen Möglichkeiten. Was gibt es für Rückmeldungen von Bewerberinnen? Du hast ja schon ein Zitat auch von einer Unternehmerin vorgelesen, die das großartig findet. Was kriegt ihr für Resonanz von den Menschen, die betroffen sind? Also viele sind sehr dankbar und geben uns auch Feedback. Also das ist auch nochmal genial, das wollen wir auch. Wir schreiben auch immer, hey, gebt uns Feedback. Wir sind nicht aus der Generation. Das heißt, wir versuchen schon viel im Austausch zu sein, haben auch so ein paar Berater, die dann auf die Website drüber schauen und hier sagen, okay, das müssen wir anpassen. Die sind auch aus der jeweiligen Altersgruppe. Aber genau, viel im Austausch. Rückmeldung ist sehr, sehr positiv. Wie gesagt, sind dankbar, sind froh, auch so eine Möglichkeit zu haben. Und dann, ja, also wir haben auch so eine, ich will nicht Hotline sagen, aber unsere Telefonnummer stellen wir halt rein von uns Gründern und sagen, wir sollen uns einfach anrufen. Wenn es irgendwie Probleme gibt oder wenn sie Interesse haben an einem Match, dann sollen die uns anrufen, dann gehen wir hin und dann quatschen wir mit denen. Und tatsächlich sehr, sehr viele nehmen das wahr. Sehr, 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 sehr viele. Wo man auch merkt, ja, das Interesse ist da, die Lust ist da. Ja, ich finde gut, dass ihr diesen Kanal zur Verfügung stellt, weil ich glaube, das ist ein Medium-Telefon, was eben auch für diese Generation bekannt ist, wobei ihr ja tatsächlich auch Menschen ab 50, 55 ansprecht und die sind natürlich schon viel internetaffiner als ein heute 68-Jähriger oder 70-Jähriger, der hat das nicht so mitbekommen, wie wir das jetzt schon mitbekommen haben. Ich gehöre ja auch in dieses Alter im Grunde, hatte ich schon gesagt. Da kann ich auch gerne noch was zu sagen. Das ist ein guter Punkt, dass du das ansprichst bezüglich der Internetaffinität. Also wir arbeiten da auch dran, haben uns auch, da gibt es verschiedene Möglichkeiten bezüglich WhatsApp. Also wir machen uns viele Gedanken, wie kriegen wir das nicht nur von auf unserer Plattform hin, sondern wie kriegen wir das tatsächlich in WhatsApp rein. Also dass man auf WhatsApp Vorschläge kriegt von, hey, diese Stelle könnte zu dir passen und dann kann man ablehnen drücken oder annehmen. Und wenn man annehmen drückt, wird man dann weitergeleitet, dann kann man sich auf WhatsApp noch weiter bewerben. Oder dann kurz, so, diese Integration machen wir uns auch sehr, sehr viel Gedanken, weil wir merken, jetzt so, okay, zwischen 50 und ich sage mal 65, 70, sehr, sehr viele haben auch durch Covid eine gewisse Internetaffinität oder gewisse Internetgeschicklichkeit einfach erlernt. Darüber hinaus wird es aber immer weniger und immer schwieriger. Aber sogar ein 80- oder 85-Jähriger oder 85-Jährige, die sind alle noch fit mit WhatsApp. Also die können alle mit WhatsApp zurechtkommen. Und das heißt, das ist eigentlich mittlerweile fast der beste Channel. Wir wissen noch nicht genau, wie wir es umsetzen und wie wir es integrieren, dass es auch passt und dass es möglichst großen Nutzen hat, aber es wird kommen. Toll, ja. Finde ich total wichtig, weil einen ähnlichen Gedanken hatte ich gerade auch eben, was ist mit dem, wenn wir jetzt nochmal zu dem Maurer gehen, der sein Leben lang als Maurer gearbeitet hat, der nie diesen Zwang hatte,
groß am Computer zu sitzen. Wahrscheinlich auch gut für manche Leute, weil sie sagt, ich bin gerne da draußen. Aber die eben auch bei Covid sich ein bisschen rausgehalten hatten im Kontext, sich digital zu schulen, weil sie andere Dinge gemacht haben. Wie eben genau diese Zielgruppe, die eben eher offliner sind oder nicht so affin sind, zu erreichen. Und das hast du jetzt gerade erklärt mit WhatsApp, weil das haben dann doch irgendwie die meisten. Das erlebe ich auch in meinem Alltag. Das ist total schön. Und Frage auch, kann man euch, also auch dazu auch einfach anrufen, zu sagen, ich habe noch kein Smartphone, aber ich habe das jetzt irgendwie zufällig von einem Bekannten gehört, dass ihr, was ihr da macht. Darf man noch euch einfach anrufen und sagen, ich bin so und so, ja, so viele Jahre alt, ich hätte gern noch Lust und wie kommen wir zusammen? Ja, 100%. Also, ja, da sind wir 100% offen für. Cool. Natürlich ist dann der Prozess ein bisschen schwieriger, ein bisschen umständlicher, aber ja, sagen wir jetzt nicht, nee, also es ist nicht möglich. Ja, ich glaube, das ist auch das Coole bei uns oder das Entspannte bei uns, dadurch, dass wir halt einfach ein junges Startup sind. Wir sind trotzdem sehr, sehr agil, wir sind sehr, sehr flexibel, wir haben nicht die festgefahrenen Strukturen. Ja, man kann uns als Gründer zu 100% erreichen. Das ist schön. Gute Sache. Kommen wir zum Abschluss, oder? Gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest den Hörerinnen und Hörern, was noch nicht gesagt ist? Ja, ich möchte es nochmal betonen. Ich habe es schon ein paar Mal jetzt erwähnt, aber seid euch eurer Erfahrung, euren Potenzial, eurer Expertise bewusst. Jeder, der jetzt hier zuhört. Mhm. Weil das Schlimmste und das Traurigste, was ich immer erlebe, ist, dass einfach das eigene Potenzial von unseren, die jetzt bei uns die Bewerber sind oder Bewerberinnen, komplett unterschätzt wird. Also dass man nicht selbstbewusst ist in dem, was man kann und was man ist. Und das ist, erstens ist das, was man als Person ist, erstmal viel mehr auch, was man gelernt hat, was man gemacht hat. Die ganzen Interessen, die Hobbys, die Träume, es gehört ja auch alles dazu. Aber oft wird es dann, ja, einfach die Generation hatte so einen, wie sagt man, so eine krasse Konkurrenz ihr Leben lang. Also es war immer, die Babyboomer, es gab so viele davon, jeder Job war heiß umkämpft. Ich kenne es auch aus meiner Verwandtschaft oder meinem Dad, was der da erzählt hat, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, dass ich nicht einfach irgendwo hingehen kann und sage, ich würde den Job nehmen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich ihn dann kriege, nur weil ich hingehe, ist sehr hoch, weil es halt nicht viele Bewerber gibt. Und damals war es ja das ganze Gegenteil. Also ja, kurzum, seid euch eure Erfahrung, Expertise bewusst und tretet selbstbewusst auf. Ja, super. Schöne Botschaft. Schöne Botschaft, genau. Ja. Danke, Sam. Wunderbar. Und wir verlinken alles für die, die dann nachschauen wollen und auf eure Internetseite gehen wollen. Toll, dass ihr euch da auf den Weg gemacht habt vor anderthalb Jahren. Das gefällt uns, glaube ich, auch. Also Katharina und mir tatsächlich. Ja. Katharina ist ja auch deutlich jünger und aber trotzdem wirklich eine tolle Idee. Und genau, und ich finde, ich habe auch auf eure Plattform geguckt. Ihr habt auch aktuell ein paar interessante Jobangebote. Also ist wirklich cool, toll, ja, schön. Dankeschön. Hat mich gefreut. Und viel Erfolg weiterhin. Danke sehr, das gelingen. Genau, mach's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war's heute auch schon mit dem Hörmagazin für Menschen in der dritten Lebensphase. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren Podcast. Haben Sie uns schon auf unserer Homepage besucht? Auf www.gelassen-älter-werden.de finden Sie noch mehr Informationen. Oder Sie besuchen uns auf YouTube, Facebook, Instagram und LinkedIn. Über Ihre Rückmeldungen und Anregungen freuen wir uns. Und empfehlen Sie uns gerne weiter, denn welcher Best-Ager möchte nicht inspiriert und gelassen älter werden? Bleiben Sie gesund und allzeit entspannt. Bis zum nächsten Mal, sagt Ihre Katharina Maria Klein und Ihr Bertram Kasper.